Große Ereignisse werfen interessante Informationen voraus. Wiesen. Mit Wiesen verbindet man verschiedene Assoziationen, aber mit diesem Wiesenfest, das wir Ihnen nahelegen, mit diesem Wiesenfest schlagen die Steirer alles. Genau, das ist das Leobner Wiesenfest. Das gibt es heuer bereits das 10. Mal. Und ich zitiere nur meinen Freund und Baumeister Richard Lugner. Er hat gesagt, neben der Wiener Wiesen ist das Leobner Wiesenfest das größte von Österreich. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber wir haben ein tolles Fest auf 3000 Quadratmeter Zeltfläche. Wir haben ein tolles Programm vorbereitet, auch heuer wieder Donnerstag, Fantasy und Baldauer. Wir verkaufen Karten bis Regensburg, Ulm, Bregenz. Also die Nachfrage ist enorm und alle 4 Tage ein tolles Musikprogramm. Am Freitag die Grafen und Hanna, am Samstag KS Live und die Schwarzstörner. Und zum Abschluss am Sonntag, und das ist immer ein Highlight bei uns, bei freiem Eintritt, Sasso Afsenik für alle Obergreiner-Fans. Also ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Und ich lade alle ein, wirklich einmal beim Leobner Wiesenfest, wenn sie noch nicht waren, vorbeizuschauen. Das werden die Leute sicher tun, aufgrund der Anregungen, die Sie jetzt gehört haben. Das Münchner Wiesenfest hat ja uralte Tradition. Das Leobner Wiesenfest steht bald dem nicht mehr nach. Naja, wir haben schon noch einiges zu tun, aber wie gesagt, in unserer Region ist es, glaube ich, auch ich sage steiermarkweit, sind wir ganz gut unterwegs und was für uns ganz wichtig ist und das zeichnet uns auch, glaube ich, aus, wir haben sehr moderate Preise, was den Eintritt betrifft. Viele, die mich von auswärts anrufen, sagen, das gibt es ja gar nicht, ein im Vorverkauf Fantasy und Baldauer für 22 Euro, aber bei uns ist es so, die Bevölkerung der Region muss sich ein Fest auch leisten können, damit sie auch 4 Tage kommen können. Und dieses Fest ist ein Fest der Feste. Es ist ein Fest der Feste. Wir haben auch einen tollen Vergnügungspark, sicher den größten in der Obersteiermark. Also es ist für jeden Geschmack was dabei. Wir haben 30.000 Quadratmeter Gratis-Parkplätze. Keiner muss bei uns Parkgebühr bezahlen, kann sein Auto stehen lassen, im nächsten Tag holen. Also für jeden was dabei und wir laden wirklich alle einzukommen. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie dieses Wiesenfest veranstalten. Es gibt ja immer wieder neue Highlights in jedem Jahr. Genau, es gibt neue Highlights. Wir haben heuer zum Beispiel ein Jubiläumsgewinnspiel. Da ist der erste Preis eine Vespa im Wert von 3.000 Euro. Wir haben Tribünentickets für die Formel 1, Tribünentickets für die MotoGP. Wir haben ganz tolle Preise. Dann gibt es heuer erstmals am Wiesenfest eine Fotobox. Kann sich jeder sein eigenes Foto schießen als Erinnerung. Also wir lassen uns immer etwas einfallen. Unser Motto heißt immer, komm in Tracht. 80% aller Besucher sind bei uns in Tracht. Anzapft ist ab 5. September beim 10. Leobner Wiesenfest.